wer will auf die Schnauzen? Howdy, Partner. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir tappen direkt out into the tabs of Chrome and make looky at the commentaries. Havald 138 Digi. Bei 1.12.06 sieht man oben bei dem Turm einen kleinen Schneeball liegen. Den kann man den Abhang runterstoßen, was den kleinen Schneeball wachsen lässt, das Loch in der Brücke schließt und die Gegner auf der Brücke überrollt. Ach, der! Oh my goodness, sieht man den? Das kleine Scheißding. Den kann man anstupsen. Und dann rollt er den da komplett die Bude weg. Dort hinten. Da ganz hinten. Ja, heftig. Ist ja für mich jetzt useless, aber echt eine coole Sache. Beim nächsten DLDU-Run für Dark Souls 2, wa? So. Paid Actor. Habt das merkwürdige weiße Phantom mal nachgeschlagen. Oh. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? Übrigens, wir sind gerade beim Kommentare lesen der Folge 53. Erinnert ihr euch an den Scheißer? Zwei oder drei Folgen her. Oh, zwei, glaube ich. Ist das einer der Ritter? Der hat so Emotes gespammt, dass er befreundet ist. Und dann hat er angefangen, mich anzugreifen. Was ist dahinter? Hä, Digga? Was macht er? Und dann ist er weg. Und ich war maximal verwirrt. Dazu gibt es eine Erklärung. Paid Actor hat mal nachgeschlagen. Du bist dem Boschoma im Schmelzer-DLC begegnet. Schmelzer-DLC? Er meint, glaube ich, das DLC, wo der zweite Schmelzer-Boss ein optionaler Boss war. Ich glaube, danach benennt man das. Also, danach benennt man, glaube ich, das DLC nicht nach einem optionalen Boss. Also. Aber das DLC mit den ganz vielen heftigen Türmen. Und der Asche. Da war in der Folge mit Vlesk so ein Dude, der hat richtig schlecht auf mich gewartet, ist dann aber runtergerannt, um mich zu ambushen, beziehungsweise mit anderen Mobs mich anzugreifen. Hat mich sogar gekillt. Er hat sich mit dem weißen Ring als weißes Phantom ausgegeben, um dir in den Rücken zu fallen und zu fallen, wenn du unachtsam bist. Danach rennt er weg, um sich mit den NPCs einen Vorteil zu verschaffen und sich zu heilen. Deswegen ist er erst zu den Füchsen, dann zum riesigen Ding gelaufen. Du meinst Jabba. Krass. Ey, ich hätte echt gedacht, also ich war ja maximal verwirrt. Verwöhnt bin ich auch. Das ist Maldron, der Assassine, welcher einen im zweiten DLC invaded hat und sofort in das verfluchte Gebiet runtergerannt ist, in der Folge mit Les. Genau. Das ist halt heftig. Ja. Also so eine Art Invade, aber der gibt sich als was anderes aus. Heftig. So, dann Knorler. Das ist übrigens, das heißt zu Deutsch oder in der Sprache der Menschen Zwerg. Anyway. Das alte Chaos ist einer der besten Kämpfe im gesamten Souls-Universum. Das alte Chaos? Genau, ich glaube, ja, deswegen habe ich das Kommentar ausgewählt. Er meint den Bossfight, der wohl hier am Ende im DLC auf uns wartet. Ne? Dieser komische König wurde ja von diesem alten Chaos verseucht, der hat die Seuche. Und ich glaube, er spricht den Bossfight da unten an, wo wir mal reingedippt und dann backported sind. So, einer der besten Kämpfe im gesamten Souls-Universum. Große Worte. Schwierigkeit, Mechanik, Inszenierung, Atmosphäre, das stimmt einfach alles. Du hast da schon den richtigen Riecher, wie das Ganze funktionieren soll. Sehr nice. War sehr gespannt auf eure Kommentare, weil ich ja sehr theoretisch beziehungsweise hypothetisch die Sache angegangen bin. Und das nur am Rande. Bevor du nicht die Frostebenen bis zum bitteren Ende durchlitten hast, akzeptiere ich nicht, dass dieses Let's Play vorbei ist. Ja, talking about Frostebenen. Sehr I am gefrorenes Eleum Lois war bisher für mich ein hammergeiles DLC bis zu diesen beschissenen, verkackten Kack-Frostebene. Sorry, aber ist doch scheiße. So, Abfahrt, Schlitten. Yee! Und
es gab einen tollen Beitrag zum Thema Wasser in den Kommentaren. Da weiß ich halt nur immer nie, wie groß ist die fachliche Expertise des oder der Kommentarschreiber. So, muss erstmal wieder gucken. Wir haben schweren Eid an, right? Wir haben schweren Eid an. Aus die Maus. Ja. Back. Zurück. Kommando zurück. Oh mein Gott. Also, ich habe mich jetzt die letzten Tage auf diesen Moment gewappnet. Allerdings, ne, also mental. Hab mir jetzt keinen Guide oder so angeguckt. Also selbstverständlich nicht. Ich meine nur mit gewappnet mental, so. Und, ich bin zu einem Schluss gekommen, dass ich nochmal... Das klingt jetzt vielleicht dumm. Aber ich werde nochmal genau das Gleiche machen, in der Hoffnung, dass ich es diesmal schaffe. Also ich weiß nicht, warum da drei Viecher am Ende kamen. Aber ich habe das Gefühl, das war die finale Stelle. Das bedeutet, ich muss einfach... Aber, also, ja. Ich bin falsch. Ich habe sehr viel darauf rumgedacht, ob ich jetzt auch sogar mein Bild ändere, in beispielsweise ein Stärkebild, um die Viecher mit einem Hit staggern zu können. Wisst ihr, mit irgendwie so einer riesigen, weiß nicht, so einem riesigen Hammer oder Keule oder so. Man kann ja auch Poise-reduzierende Ringe noch tragen und so weiter und so fort. Hat die nicht eigentlich mal erzählt, dass sie mal reinhaut? Naja. Auf jeden Fall bin ich dann aber sehr langsam und das mag gegen einen Einzelnen sehr gut klappen, aber wenn die zu dritt kommen, diese Electeks auf vier Beinen, dann bin ich am Arsch, auch mit dem Riesenhammer. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber ich werde einfach tryharden, als wäre es ein Boss. Also sowieso ja, aber also ich sehe keine Möglichkeit. Ich kann nur hoffen, dass das random war. Dass da drei auf einmal war, weil ich glaube, die haben ja immer so einen Radius, in dem sie getriggert werden und spawnen. Vielleicht bin ich da sehr ungünstig reingeraten. I don't know. Aber ich hatte ja schon erblickt, dass dahinter so eine Senke war. Und ich wette, ich muss dahin. I promise you. Ja. So, checken wir einmal das Equipment. Wir haben ja einiges umstellen müssen. Wir nehmen wieder natürlich das Eisflorette Mar. So, Ringe haben wir alle richtig. Ausrüstung auch, Schild auch. Bogen. Brauchen wir hier aber eigentlich nicht. Aber ist ja egal. Jäger-Schwarzbogen, ne? Ich habe ihn ja nie abgelegt. Deswegen bin ich... Oh, diese Ampel. Ja. So. Noch was? Letzte Folge war ja wirklich sehr chaotisch. Aber auch erst gegen Ende. Also wo lang? Genau. Da so. Ja, ich glaube, ich werde... Ach ja. Ich werde, bevor ich zu der Stelle komme, wo ich denke, wo die Viecher kommen, zu dritt, mich einfach krass durchbuffen mit allem. Mit allem, was geht. Was ja nicht geht, aber ihr wisst... Welchen Stab hatte ich? Stab der schwarzen Hexe? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, es ist auch scheißegal, oder? Ich weiß nicht mehr, welchen Stab ich hatte. Ich guck mal ganz kurz rein. Ist das wichtig? Das ist, glaube ich, nur wichtig, wenn man Zauber wirkt, weil manche Stäbe krasser wirken. Ach, scheiße. So, Dark Souls. Dö. Lalalala. Wie heißt das, wenn man einfach nur an die Wirkung denkt? Und, ist ja noch gar nicht online. So. Weit. Aber ich hab... Und dann... Nur ich sehe sie einfach nicht. Jetzt. Ja, ich hatte den Stab der schwarzen Hexe.
Kann ich mir einen aussuchen? Ich nehme den. So. Zweihändig, hol das Schild raus. Dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag was ab. Hey, get an Ice Florid. Yeah. So, ich glaube in diese Richtung. Weil theoretisch ist er geradezu und dann an der Mauer entlang. Ich habe gar keinen Bock. Ich glaube sogar gegen die ist viel Ausdauer gut, weil man viel dodgen muss. Beziehungsweise sehr bursten muss. Guck mal, da ist diese Mauer. Da ist das Loch. Wir gehen diesmal straight. Vielleicht gehen wir nicht in diesem Winkel auf dieses Loch zu. Wisst ihr, was ich meine? Von ihm wegrollen. Oh Gott! Töte es! Ja! Nein! Wo lang? Overseer! Affirmative! Lecker! Es ist Freitag bei mir. Ich freue mich gerade auf den Feierabend, aber ich freue mich aufs Zocken, weil ich habe jetzt einen doppelten Aufnahmeslot für Dark Souls im Kalender. Das bedeutet, ich kann richtig heftig jetzt suchten, vielleicht sogar das Spiel durchspielen im Ganzen. Was auch cool wäre. So, hier ist eine Klippe, glaube ich. Oder? Ich glaube, hier ist die Senke. Oh, ne. Lol, der ist ja ein Babbo, check. Das war riskant. Riskante Rix. Das Kumpel von Asterix. So, weiter geht's. Nee, wir sind noch nicht da. Okay, dann folgen wir jetzt der Mauer. Hä, aber hätte die Richtung nicht umge... Na, da ist eine Ruine. Nee, ich bin noch nicht weit genug, Tatsache. Dann gehen wir einfach weiter. An der Mauer entlang. I guess. Ich höre doch was. Ah! Oh Gott! Ich komme immer so aus dem Nichts. Tötet! Oh. Wo ist der Wall? The Wall! Wo ist der Wall? Hey, hier, oder? Nee. Ich sehe gar nichts. Ist das scheiße. Ich sehe die Mauer nicht mehr. Sturm! Ah, hier, lol. Er ist ja noch übel weit. Ey, vielleicht wenn ich... Ich muss straight, oder? Better fast than sorry? Ist da die scheiß Senke, Digga? Ja, da, glaube ich. Okay, okay, ruhig, ruhig, ruhig. Eines richtiges Arschloch. Okay, also, ich glaube, man muss von ihm wegrollen. Ich habe letzte Folge immer seitlich gerollt. Ich habe auch zugehauen. Sauf! Nein. Respawned ist? Ey, wenn die einen treffen. Mann, wo lang? Wichtig. What? Was so scheiß von mir gespielt. Ich halte jetzt meine Fresse, wenn die Viecher kommen. Weiter! So, jetzt müssten drei kommen. Hä? Hey, er hat's gerade gewackelt. So, geht's hier runter. Ach du Scheiße. Da ist eine Brücke. Schnell. Was hier? Eine Leiche. Ring des Lebens. Cool. Ich renn mal. Hier müssten die drei jetzt gekommen sein. Hier geht ein Weg runter. Hab ich's geschafft?
Ich renne mal weiter, solange. Warum kein. Kommt kein Sturm mehr? Ich höre was. Habe ich es geschafft? Kommt hier ein Bonfire? Oh. Man soll jetzt, nachdem man die Scheiße durchlitten hat, noch einen Bossfight machen? Seid ihr besoffen? Hört sich nach einem Raubtier an. Also es ist kein Schwertkämpfer, I guess. Wahrscheinlich einfach so ein Vieh wie die, nur in riesengroß. Mann, haben die so eine Geräusche gemacht? Nehme ich auf? Ja, ne? Also, kann ich Ausdauer buffen plus... Das habe ich die Tage schon mir... Kann ich das machen und meine beiden Buffs? Ich glaube. Okay, pass auf. Ich mache jetzt. Ich gehe jetzt voll aufs Ganze, weil ich hier nie wieder hin will. Deswegen hauen wir den jetzt einfach noch rein. Ich spekuliere jetzt einfach. Ich gehe jetzt volles Risiko und spekuliere einfach. Ich will nie wieder diese Route gehen. Und wahrscheinlich nie wieder. Wait, da oben lag noch einer! Trink, 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 trink! What? Noch einer? Habe ich jetzt Zeit? Okay, okay, okay. Ich dachte gerade, der Schatten. Scheiße, okay, jetzt konzentrier dich mal. Okay, er ist krass gebufft. Shit. Ist wirklich krass gebufft. Der heilt sich. Hier! Ja! Also! Okay, jetzt kurz. War das ein schwerer Boss? War es ein leichter Boss? Ich bin einfach nur froh, dass ich dieses Gebiet jetzt. Also, ich denke mal, jetzt durch habe. Aber ihr müsst ja jetzt noch einen Ritter geben, oder? Boah, Alter, mein Puls. Alter. Puh, ich wollte das unbedingt schaffen. Wie kam ich her? Wie dann da oben noch ein Viehschild? Imagine, ich hätte ihn nicht gesehen. Das ist... Was ist das? Boss? Das war alles optional. Oder ich muss noch mal rein und einen Ritter suchen. Was für ein Scheiß. Also. Ich bin baff. Also es geht Folgendes in meinem Kopf vor.
Erstmal, was sind das für Seelen? Weil wenn die scheiße sind, dann fühle ich mich ja so verarscht. Seele von Lut, dem Diener des Weißen Königs. Jede der sieben Bestien des Weißen Königs hatte eine spezielle Aufgabe. Lut war für den Gnadentod der Verbannten verantwortlich. Mit der wundersamen Seele dieser Bestie können mehrere Seelen erworben oder etwas kosten. Seele von Zallen. Warte mal, gehört dann... Also das ist ja Ava, das war ja die andere Katze, die übrigens wahrscheinlich sogar genau das gleiche Moveset hatte. Gibt es sieben? Und ich habe drei gemacht? Ja, aber ich habe das ganze DLC schon abgesucht. Dann gehen wir mal zu meinem Lieblingsort. Ich bin irritiert. Also erstmal, ich habe in dem Gebiet mit einem Ritter gerechnet. Wir brauchen ja die Ritter für den finalen Bossfight. Deswegen sind wir da ja überhaupt noch. Und sind noch nicht runter. Ich weiß übrigens, was hier los ist. Ich habe die alle schon 12-mal gemacht. 12-mal. Deswegen kommen die scheiß Spinnen nicht mehr. Das ist immer so bescheuert. Ey, Junge. So. Handeln. Ava war das Ding, genau. Lut. Leucht. Hä? Ah, die da über die Böschung kommen. Hey, sie warten. Digga, du nervst so wirklich. Du bist so am Nerven. Du bist so ein Haufen Scheiße. Dein anderer Mate ist schon 12-mal tot. Die respawnen ja nicht, wenn man die 12-mal gekillt hat. Mein Gott, das sagt alles über dieses Kackgebiet aus. Aber es ist ein nice Feeling, hier back zu sein. Wie heißt du? Lieber Rabenknecht Schmieden. Handeln. Also ein Großschwert kriege ich von einer Katze. Das macht ja gar keinen Sinn. Großschwert, der Ritter von Lois. Die Ritter von Lois hatten Befehl, jeden missgestalteten Schrecken niederzuschlagen. Also erstmal richtig rein beleidigen. Der sich aus dem Chaos erhob. Sie machten selbst für ihren eigenen König nicht halt. Ey, ist das vielleicht besonders gut gegen? Bonus-Damage gegen? Nee. Schwert der verlorenen Sünde. Seele Raubritter. Freya. Welterdrache. Ach ja. Das Riesenvieh vom Drachenschrein. Der hat aber irgendwie gar kein Mitteilungsbedürfnis. Was ist mit der anderen Seele? Hier. Nee. Ja, doch. Lois Schild. Stellt bei Ausrüstung TP langsam wieder her. Okay, das ist krass. Ey, dann kann ich das optional immer auf meinen Rücken klatschen, wenn ich low on healing bin. Das brauche ich. Ja. Handeln. Abfahrt. So. Ja, irgendwas Sinnvolles noch. Nö. Machen wir nochmal so und machen wir nochmal so. Gut. Ja. So, ja. Ey, mal ganz kurz, dass ich eben den Leuchtkäfer gefressen habe. Beim Bossfight war, glaube ich, ultra wichtig. Das war ja ein fucking Damage Race, ähnlich wie gegen die vier gefallenen Könige. Alter. Ach ja, Leute. So. Dann regenerieren wir. Oha, das ist ja viel. Krass. Habt ihr gesehen, dass es sich bewegt hat? Tatsächlich hat es sich bewegt. Es ist sehr krass.
Ja gut, I mean, wenn man das jetzt einfach so 10 Minuten auf dem Rücken hat, bringt das schon was. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen toxisch zu dem Game, weil ich gerade so ein wunderschönes Gebiet durch... Ich hoffe, ich hab's durch. Oh, so, wir leveln. Servus, moin, grüezi. Was machen wir? Wir machen... Die haben wir beide hoch. Eben. Ein bisschen live. Live ist live, sag ich immer. Jo. Bearer of the Bearer. Sieg, Sieg. Last, last, least. Gut. Wir schauen mal, wie viele da jetzt stehen. Und ob da welche sind. Ich glaube, wir waren gar nicht wieder da und haben nachgeschaut, oder? Weil wir müssten jetzt ja, wie viel haben? 3 insgesamt? 2 hatte ich gefunden, ne? Ist halt auch die Frage, wurde mir nicht irgendwie... Wurde mir nicht mal eine Zahl genannt, wie viele das werden? Gab es nicht den Moment in einer der letzten Folgen, wo ich... Okay, es sieht so aus, als ob mir einer fehlt, weil ein Stuhl frei ist. Der umgekippte mal außen vor. Da liegt so einer daneben. Juhu, Henno. Ja, geil. Die sind halt so ready, ne? Aber ich bin's bei... Okay, den vierten. Ich glaube nicht, dass der im Schneegebiet ist. Also, ich will es nicht glauben. Gehen wir da jetzt nochmal hin. Aber, also erstmal, das Gebiet war ja auch ultra offen. Ganz im Gegenteil zu dem üblichen Level-Design von Dark Souls. Und wir reden viel über Level-Design in diesem DLC. Normalerweise ist ja bei Dark Souls Schlauch-Open World. Also schon schlauchige Level, so wie hier jetzt. Man geht halt seinen Pfad. Und ja. Ja, also man hat Leitplanken. In Form von einer Brücke, einer Treppe, Gängen. Hier und da gibt es mal Seitenräume oder so. Aber im Grunde ist es sehr schlauchig. Bei dem Level war das gar nicht so. Also es war vielleicht ein riesiger Schlauch, den ich noch nicht kenne, so weil ich noch nicht alles abgegangen bin. Wo war das jetzt? Da, ne? Und ich sag mal so, da jetzt alles abzusuchen nach einem scheiß Ritter und die ganze Zeit, das dauert ja Stunden, die ganze Zeit diese Viecher zu ballern, das sehe ich nicht ein. Ich will das, dann fight ich lieber diesen Bosskampf mit 3 Jungs, anstatt 4. Also, behaupte ich jetzt mal so, ich weiß noch nicht, wie heftig das wird, aber da bringen mich keine 10 Elektro-Geweihpferde mehr rein. Gehen wir mal durch. Gebietemäßig. Also, das war der Anfang. Wenn wir durch Haupttor gehen, geht's rechts rum. Da haben wir alles abgegrast. Alles. Auch nach Auftauung des Gebietes, sag ich mal. Da geht's runter, nämlich zur Brücke mit dem Schneeball. Aber auch noch weiter runter, wo die Igel waren und so weiter. Das haben wir. Nee, das war hier. Genau. Hier war unter den eingerissenen Holzplanken, da konnte man sich runterdroppen lassen, da war das Leuchtfeuer. Das war danach sehr schlauchig und da kam man dann auf den Wall und schließlich zum Beispiel auch hier hin und runter ging es dahin und man kam hier hin. So, und hier war man in der Mauer. Ich habe so eine teure Klimaanlage, die muss ich mal runterstellen. Hier war man in einer Mauer und kam wieder am Anfang raus. Und da waren die eingefrorenen Riesen. Ja, actually war ich... Ich glaube, ich war überall nach dem Auftauen bis auf da. Ich... Warte mal. Okay, 5. Aber guck mal, pass mal auf. Wo waren bisher die Ritter? Hinter der durchtrennten Brücke.
Das würde ich dem Gebiet zuordnen. Ey, da war keiner, oder? Doch hier ging es runter zu den Igeln. War da nicht dann auch ein Ritter? Ja, da waren wir letzte Folge unten. Nee. Über das Gebiet kommt man zu dem Mauerabschnitt mit den beiden unsichtbaren Dudes an den Ballisten. Und da war ja aufgetaut ein Bereich, wo man runtergehen konnte. Und da war ein Ritter. So, war hier... Ich bin gerade an der Theorie dran. War hier einer. Wo habe ich den dritten her? Nee. Nee. Ach komm. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einmal rekonstruieren kann, dass in jedem dieser vier Gebiete vielleicht einer zu finden ist. Und hier war ich nämlich... Also hier... Ich gehe das Gebiet einmal jetzt durch. Das war auch nicht lang. Das gehe ich einmal durch, weil ich war da einfach auch noch nicht, nachdem wir hier mit der... mit dem Jörl hier gesprochen hatten und die alles aufgetaut hat. Einfach mal sich als... Hier war dieser komische Scheißritter, der unsichtbar war und uns gebacksteppt hatte, als wir die Truhe öffnen wollten hier. Die erste Truhe in diesem DLC. Ja. Hier lang, ne? Okay, jetzt reicht's. Ne, das finde ich nicht in Ordnung. Du kriegst erstmal aufs Maul. Das ist doch ganz komisch, ne? Was ist? Warum steht hier einer? Was ist das für ein Sound? Okay. Wir gehen jetzt hier rein und schneiden die auf. Warum visierst du die dahinter an? Okay, war sehr cocky. I give it. I. You're right. Oh Gott. Oh! Scheiße! Wo kommt der her? Oh, das war ein Grab. Da, wo kommt der denn her? Okay, okay, okay. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig. Übrigens, wir haben 125 Tode. Und ich habe jetzt vor der Gamescom leider keinen Gast mehr kriegen können. Ich bin ehrlich. Okay, ich bin jetzt mal ausnahmsweise ehrlich zu euch. Ich glaube, ich hau das Spiel jetzt diese oder nächste Folge durch. Ich hole mir jetzt den letzten scheiß Ritter. Dann mache ich da unten dieses scheiß Chaosvieh. Dann ist das DLC zu wahrscheinlich 90% durch, würde ich behaupten. Würde ich vermuten. Und dann brauche ich hier keinen Gast mehr organisieren. Weißt du? Das ist doch schlau. So, was mit dir? Moment. Geisterschwert. Das ist eine Mimik. Ha! Weil die da diese... Ne? Was hat er denn? Das war einfach eine Double Trap. Krass. Warte mal, die Mimik hat eben gar nichts gedroppt, oder? Jetzt ist das Titanit-Fossiler da. Oder sie hat was gedroppt und ich habe nicht drauf geachtet, weil der Typ aufgewacht ist. Und ich könnte jetzt in meinem kompletten Inventar nach etwas suchen, was mir nichts sagt. Aber das würde wahrscheinlich so 10 Minuten beanspruchen. Weil, I mean, look at my, how many items I've got. Weil idealerweise in diesem Menüaufbau von Dark Souls 2 gibt es keine Filtermethode, die sinnvoll ist. Aber immerhin gehen die Online-Server. Ja, ich habe jegliches Verständnis für die Sache mit den Online-Servern verloren. Tatsächlich. Jegliches.
Ey, I don't get it. Wirklich. Ich finde das komplett heftig. Ich meine, du verkaufst dieses Spiel und so 50% des Spiels geht einfach nicht. Online. So. Ja, was heißt 50? Okay, sagen wir 20. Ja? Ich meine, wie viele Online-Features du eigentlich bei Dark Souls hast, denkt man gar nicht so. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt. Ach ja. Das ist schon wieder. Nee, jetzt reicht's aber auch mal. Hör mal auf jetzt. Oh Gott! Wo kommt der denn jetzt her, ey? Über mich hinweg, ne? Das war scheiße. Ich nehme mal Steinchen. Und Schild auf dem Rücken. Nee, ich, ja. Servus. Einfach hier so drüber. Juhu! Ja. Oh shit! Ich habe Angst vor diesen drei Riesen. Oder Golems. Ja. Einfach geburstet. Oh Gott. Ich verstehe. Ich verstehe wohl, wohin uns das führt. Das ist ja lustig. Eventuell hatte ich nicht genug Ausdauer zum Dodge. Ist das lustig. So. Das muss was Heftiges. Achso, es war sein Loot. So, hier muss was Heftiges drin sein. Geschwungenes Nil-Großpferd. Ja, das Nil-Großpferd. Scheiße. Ja, muss ja bei Großschwertern sein. Was ist das für eine Keule? Riesenkriegerkeule. Manchmal entdecke ich so Waffen, die habe ich schon wieder vergessen, glaube ich. An das Ding kann ich mich, glaube ich, erinnern. Einfach nur heftig. Wie viele Keulen ich einfach habe. Ey, wie viele riesige Keulen gibt es denn in Dark Souls 2? Holy shit. Aber man muss schon sagen, in Dark Souls 2 gibt es wirklich einfach ultra viel Waffen. Viel mehr als in Dark Souls 1, oder? Also man hat viel, viel mehr Auswahl. Ist mein Gefühl zumindest. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Warnrüstungsschwert. Was? Was ist das denn? Ah, das war das Feuerding von Minotauren, oder? Nee. So, wo jetzt hier? Wie hieß es? Ich hab vergessen, wie es hieß. Scheiße. Nil Großschwert fährt. Hä? Geschwungene, genau, geschwungenes. Nil irgendwas. Da. Nee. Geschwungenes Drachengroßschwert. Geschwungenes Nil-Großschwert. Auf Stärke. Jutti. Mit unheilvoller Klinge, eine der verbotenen, vom Weißen König weggeschlossenen Waffen. Geformt aus Stein, Holz und den Überresten einer höchst seltsamen Seele. Das Ding ist aus Stein und Holz. Wollt ihr mich verarschen? Es heißt, die Waffe werde tödlicher, je weiter ihr Gebieter reist. Wie? Je weiter ich reise? Wie viel Schritte, ihr Schrittzähler oder was hat er integriert? Schrittzähler. Hä? Ja, gut. So, hier war der Arschlochritter. Dann bin ich hier. Dann bin ich hier. Dann bin ich hier. Und dann bin ich hier gedroppt. Und ich bin am Anfang hier das Ava. Hä? Und der andere Weg?
Ah, war der zugeeist? War der zugeeist? Ich weiß gar nicht mehr. War ich hier schon mal? Nee, das sagt mir nichts. Oder? Dann können wir den machen. Ich habe das Gefühl, in diesem DLC sind die Leute recht finsternisresistent. Lebt die noch? Macht der auch? Machen jetzt beide auf? Nein. Weil ich beide gekillt habe, right? Nicht? Gut. Der ist hängen geblieben an der Ecke. Ecke, Eckstein. So. Servus. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Huh. Olle. Echt wie so ein Stierkampf. So, jetzt wacht er wahrscheinlich der andere auf. Okay, ich habe die Mechanik durchschaut, Leute. Ihr könnt aufhören. Kann sein, dass sie von hinten mehr Schaden kriegen? Was? Da ist, glaube ich, ein Ritter. Kann das sein? Ich höre was. Achso. Hier ist ein Ritter. Hä? Dann war das wirklich zugefroren. Weil das sagt mir hier alles gar nichts. Ja, und hinter ihm geht es einfach weiter. Servus. Kann ich deren Set kriegen? Ich fände es geil, wenn ich in den Bossfight auch mit deren Z reingehe. Ich habe hier ein bisschen Angst. So, by the way. Das ist sehr suspicious hier. Nee, okay. So, was hier für ein Geräusch? Jetzt mal ehrlich. War ich da? Okay, ist ja auch scheißegal. Ich hab den vierten Ritter. Leute, wir haben vier Ritter. Außer Ritter Mark. Und jetzt fighten wir da, was auch immer da unten kommt. Erstmal diese anderen Ritter. Und dann was dann halt... Oh, ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, das ist doch safe. Weil das ist so der eine Shortcut. Oder, ne, wir haben ja... Ich glaube, drei Türen in diesem DLC gehabt, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Und die hat noch gefehlt, dass die Sicherheit offenbart, woher man da kommt. Ja, ich glaube dann, also ich, bis auf Schneegebiet, die Frostebenen, oder wie die Scheiße heißt, sind wir, glaube ich, sehr good to go. Ich glaube, wir haben alles abgegrast. Ich bin gerade ultra hyped, weil... Ich muss sagen, all in all, echt ein geiles DLC und ich habe jetzt, also man wurde einfach sehr nice jetzt rangeführt zu diesem Moment. Also ich habe das im Gegensatz zu allen anderen Gebieten von Dark Souls 2 und auch 1 und auch allen DLCs bisher, auch von 1 und 2, ist das das Beste, weil hier habe ich das erste Mal das Gefühl, ich habe die Story verstanden, zumindest grob, und es nimmt mich insofern mit oder motiviert mich insofern, dass ich halt jetzt hier wirklich integraler Bestandteil bin für die Story und ich verstehe, was ich hier tun kann. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich sonst nie. Ansonsten ist Dark Souls für mich immer nur, ja, bla bla bla, geschwollenes Kackgelaber, alle reden nur in Rätseln und ich klopp mich einfach durch alles durch. Und es wird ein Gebiet nach dem anderen geklärt. Kann ich nochmal mit der reden? Many of Elaim Lewis's faithful knights. Es ist. Es war jetzt legit das, was sie letztes Mal gesagt hat, oder? Die hat nur nochmal jetzt. Oh, warte mal. Mein Schwert ist übel im Arsch. Gut, dass ich sehe. Ich könnte jetzt auch noch eine Beschwörung machen, sehe ich gerade. Schei die Zerbrechliche. Alter, schön Archer so nochmal in der hinteren Linie. Und noch?
Lukatil. Oh. Oh, das würde ich sogar fast gerne machen. Einfach nur, um zu wissen, was dann passiert. Aber auf der anderen Seite haben wir dazu eine sehr hitzige Diskussion geführt. Und wir hatten uns, ja, ich habe mich euch, ja, ich mache das nicht. Spiel sonst viel zu einfach. Ich mache das nicht wieder auf. Wir, ich habe das nicht gesehen. Wir gehen jetzt runter und hauen dem, was auch immer da kommt, auf die Fresse. So, Leute. Now or never. It's time to die. It's time, Leute. Okay, was habe ich letzte Mal da gesehen? Da kamen so eigentlich auch die Dudes, nur ich glaube so in braun oder rot oder so. Wahrscheinlich wegen Chaos rot. Und es gab welche, die haben so Feuerattacken gemacht. Hm? Die waren so in der hinteren Reihe. Ich glaube, die möchte ich Fokus oder priorisieren. Während die anderen Typen ablenken. Das wäre so mein Traumszenario. Guck mal. Okay, Leute. Here we are. Here we go. Abfahrt. Ich beende die scheiß DLC mit 125 Toden. Oh, Image im ganzen DLC 125 Tode. Ja, was sind das für Beine? Achso. So, Leute. Formieren. Aha, drei Portale. Gut. Ich mach direkt Druck. Ja. Jungs, könnt ihr mir welche abnehmen? Oh shit. Okay. Okay. Da ist der Feuertyp. Hat mich nicht getroffen. Ich wollte den Feuertypen bursten, ne? LOL, hat der Bock. Schau. Ich mach einmal heal. Ist noch irgendwo ein Feuerdude? Burstet sie! Was? Eins ist eingefroren. Scheiße. Leute. Wir wollen doch nicht. Heilen. Ach, scheiße. Oh Gott. Sehr gut. Das Geile ist, die Jungs staggern die. Lol, was ballert der denn? Das ist ja ultra geil. Die heizen den ja richtig ein. So, jetzt, zack. Heilen. Oh, ich verbrauche zu viel Heilung. Ich muss mal jetzt safer spielen, bitte. Haben wir alle eingefroren? Nee, zweite. Hä? Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Zwei leben noch. Zwei sind gestorben. Was ist denn hiermit? Verbrannter weißer König. Mashallah, da ist er. Den kann man doch bestimmt parryen, oder? Ach du Scheiße. Junge, jetzt sind wir bei Ellenring? Der hat Mates! Okay, einen hat er. Das Ellenring ist das. Hä? Okay. Easy. Leider sind es nicht 125 geworden. Ne?
Wer hätte das gedacht? Naja. So. Haha. wir machen das jetzt mal wieder so. Ne? Ich bin da mal kurz. Es geht wieder los. Die zwei. Ah. So. Aber jetzt schaffe ich den ja easy. Mich haben jetzt ein paar Dinge überrascht, ja. Die 2. 15 Minuten mit Maus und Tastatur. Okay, let me see. Ich muss mich jetzt kurz noch einmal wieder eingrooven, ja. Okay, erstmal ist das viel zu empfindlich. Rechte Maustaste. Wie wechsle ich die Scheiße? Steuerung. Mausrad drücken. Steuerung, Mausrad drehen. Okay, unten drehen. Ich brauche nur das. Okay, Mausrad drehen ist es oben. Wie konnte ich jetzt zwischen Zauberstab und Schild wechseln? Shift, Steuerung, Linksklick. Okay. Und Mausrad drücken ist anvisieren. Guck. Zack. Okay. E ist Heiltrank. Hey, wie sprint ich? Leertaste gedrückt halten. Boah, Junge. Warum wird mir jetzt. Also, warum wird mir da denn jetzt Xbox-Scheiß angezeigt? F. R. G. Y, X, C, V, B, A, J. Aber kurz so, ja? So, 15 Minuten ab jetzt. Das wäre schon krass, würde ich den mit Maus und Tastatur machen, oder? Wäre schon krass. Oh, was auch krass wäre, wenn die Ritter jetzt weg wären. Imagine. B zurück. Hä? Warum sprinte ich jetzt dauerhaft? Mann, bitte. Warum sprinte ich jetzt dauerhaft? Das ist so ein Unfall. Gehen, alt, laufen. B, S, D, F, springen. Springen ist F, hä? Automatisches Gehen, Y, automatisches Sprinten, X. Oh, Roleplay. Okay. Also der Typ hat ein Moveset... Wie in Elden Ring, die Bosse. Das war ja komplett krass. So, wie war das? Scheiße. Ja, so. So. Und so. Und so. Und dann machen wir kurz Kontrolle. So, Leute. Let's go. Ah, ich habe nicht Full Life. Egal. Okay. Ich versuche einfach mit meinen Jungs wirklich die zu fokussen. Scheiß auf die Feuermages. Einfach fokussen. Hä? Nein, der. Ja. Scheiße. Wie schalte ich
das Anvisieren um. Okay, einmal trinken. Den bürsten. Dann ist der weg, Jungs. Schön. Jetzt der. Komm, alle drauf. Alle drauf. Group Attack. Power Rangers, gemeinsam stark. Die haben so Bock auf mich. Die fokussieren durch mal mich. Die Schweine. Was macht der denn? Oh Gott. Ach, der hat das eingefroren. Ach, dann geht der drauf. Ich verstehe. Die suiciden hier rein in die Scheiße. Nein, ich will den. Mein Dings ist fast kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Wie komme ich ins Menü? Escape? Escape. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt irgendwie... Ganz schlimm. Ganz schlimmes Stück. Ich ziehe mich zurück. Mann, warum geht ihr denn auf mich? Okay, geil. Ich bin so ein König. Und ich kille den König. Ey, stell mir vor, ich hätte einen Spell, mit dem ich mich heilen könnte. Okay, alles cool. Hat nicht viel gemacht. So. Shift. So. So, jetzt erstmal die Ads. Nee, Zauber. Jetzt erst den Ad. Bin ich allein? Scheiße, es ist wirklich einer gestorben. So. Oh, da ist meine Seele. Hey, aber diesmal sind alle Tore zu. Das war letztes Mal verbuggt. Das war letztes Mal verbuggt. Ja, oder? Jetzt los. Okay, schon mal ein bisschen Damage. Ach, der darf nicht früh sterben, bitte. Okay, jetzt ist es ein 101 mit Mobs Tastatur. Nicht doch alle schon von diesem Sir Alonne. Shit. Okay. Er macht es einfach dreimal hintereinander. Und beide Male macht er nur Thrust und beim dritten Mal macht er dann ein Follow-up. Ich dachte, ich kann mich heilen. Okay. Ja, I guess mit Mossad. Jetzt ist jetzt alles nicht so einfach. Nein. So. Ja, Mensch, da kam noch ein Tod dazu. Haha. Wie lang noch? Ach du Scheiße, es wird noch ein Try mit Maus und Tastatur. So. Egal, wir lassen uns die Laune nicht verderben. Die 6. Hallo.
Hallo, ich bräuchte jemanden, der mich auspeitscht. Over. Also, ja, nee, komm. So, wie läuft's hier? Gut, gut. Ich musste nur gerade mit Maus und Tastatur den übelsten Bossfight machen. Angeblich der heftigste Bossfight in allen Dark Souls. Mit Maus und Tastatur? Ja. Und das hast du jetzt noch nicht geschafft, oder? Ja, ich... Also, läuft schon sehr gut. Aber jetzt war... Ich muss jetzt nochmal mit Maus und Tastatur ran. Naja. Echt? Wie lange noch? 7 Minuten. Ja. Mann, ey, was haben die immer, ey? Patrick stand hier letztes Mal und hat 3 Minuten geredet. Ja, der hier ist auch hier. Jawohl, jetzt sind wir wach. So, vielen Dank. Diese Selbstdarsteller. Schlimm, oder? So. Was kann ich denn noch? Ich glaube, es ist eigentlich relativ simpel. Ich muss einfach besser seinen Attacken dann dodgen, beziehungsweise ihn lernen. Er ist halt wie so ein Sir Elon nochmal. Gefühlt. Gefühlt. Und ich muss halt besser spielen in Bezug auf, dass meine Typen überleben. Wenn meine Typen überleben, ist ja der Kampf gegen ihn 1000-mal einfacher. Ne? Aber eben... Nee, wait. Eben wurde ein Tor nicht versiegelt. Warum auch immer. Aber jetzt letzter Try schon. Nee, es haben alle überlebt, so. Wisst ihr, wie ich meine? So, pass mal auf. Folgendes, was ich mir gerade denke. Ich glaube, ich spiele jetzt aggressiver als im Try eben, weil es ist nicht so schlimm, wenn ich mich ab und zu mal heilen muss. Wichtig ist, dass die halt echt zügig sterben. Die Typen. Was ich halt nicht weiß, das war jetzt sehr nervig. Ich visiere an mit mittlerer Maustaste drücken und ich weiß nicht, wie ich switche. Das heißt, ich visiere mal ab, guck die an, visiere an und so weiter. Das ist a little bit unstrangled. Ist mega. So, jetzt schon mal einer weg. Und jetzt gehe ich auf den Magier. Ich mache jetzt halt aus Versehen immer die fette Attacke. You know? Ich spam halt Rechtsklick. Digga, es ist so nervig mit Maus und Tastatur. Wie kann man das freiwillig machen? Ja gut, dann du. Okay, ja Jungs, macht ihr auch was? Ich frag nur, weil hier bei mir sind 3. Hä, die machen einfach nichts. Hä, die machen nichts. Jetzt komm in Wallung. So, der war mal. Geil. Jetzt mach ich wieder das aus Versehen. Einzelne Hiebe. Komm. Ich sehe nichts. Jawohl. Oh. Okay, ist okay. Ich heil. Nee, ich geh drauf. Nee, ich heil mich. Digga, bitte. Das ist heikel. Hinter mir ist einer, ich sehe ihn nicht. Oh Gott! Da hätte ich tot sein können. Der hat doch kein Leben. Mehr.
4 Healing, das ist richtig schlecht. Ach du Scheiße. Der das Target so hin und her. Hä? Ich glaube, ja. Oh. Das wäre ein bisschen viel. Nee, ich glaube, alles gut. Also, da war jetzt einfach nur das Problem, dass der dreimal das Target hin und her gewechselt hat und ich auch damit einfach nicht gerechnet habe. Ich rechne oft nicht damit, dass das Spiel so wirr ist. Wisst ihr, was ich meine? Also beziehungsweise, dass halt die Attacken, ich scanne halt so und ich will scannen und das direkt analysieren und dann das nutzen. Ne, und deswegen gehe ich da noch mega sicher, okay, der macht wieder die Attacke, jetzt kann ich mich heilen und dann aber macht er zum dritten Mal die Attacke nochmal anders. So aus dem Nichts. Ja, das ist halt die Schwierigkeit, okay, aber es macht so random. Und dass er jetzt die ganze Zeit das Target hin und her switcht, das macht in keinem, also es macht ja gar keinen Sinn. In allen Spielen dieser Welt gibt es Aggro. Und die ist nie, also, ja gut, doch, gibt, klar, gibt, ja. Auch in WoW gibt es Bosse, wo die Aggro dann mal random ist, aber... Oh! Mensch! Ich darf wieder! Aber jetzt kriege ich erstmal Schläge. Abfahrt! Okay, dritter Tod, dabei belassen wir es für heute. Das Ding ist... Aber auch das! Warum war jetzt zweimal das Tor offen und einmal nicht? Und eben wurde im Bossfight, also als der Typ schon gespawnt ist... Ach du Scheiße. Das geschlossen. Es macht einfach gar keinen Sinn. Das ist so random. Man kann sich um nichts verlassen. Man muss einfach ganz situativ immer am besten damit umgehen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch für keinen Bossfight Guides. Weil es ist einfach alles so random. Okay, jetzt ist nicht. Ist okay, Max. Ist okay. So, Fedroll. Fedroll bis zum nächsten Tod. Das bedeutet, wir nehmen die schwerste Rüstung. Das ist, glaube ich, die. Die kann... Ja, das ist Fedroll. Aber die kann nicht effektiv genutzt werden. Haben wir eine schwere, die... Hier. Die? Nee, die hat schlechtere Werte. Die hat einfach schlechtere Werte. 11. 15. Die ist besser. Ja. Okay, Fedroll. Ich freue mich. Ich habe eine Idee. Das kann ich auch mal mit Fight machen, weil der Bossfight geht so lange. Und das geht schnell zu usen. Wobei... Okay, jetzt mal kurz wieder hier reinkommen mit Tastatur. Das lege ich mal ab. Das verwirrt nur, beziehungsweise stiehlt mir Tempo. Falls es kaputt geht. Können ihn versuchen zu vergiften. Den König. Ah, komm.
Jetzt keine Experimente. Und rein. Ich muss... Ja, ich spiele das jetzt super safe, weil die gehen tatsächlich nicht drauf. Also die gehen einfach nicht drauf. Ich meine, die sind dann low on health, okay. Schließen. Schön. Olle. So, von dem kriege ich jetzt keine. Macht ihr mit, Jungs? So, das ist jetzt eingefroren. Oh Gott, da kommen noch zwei. Warum auch immer. Warum sind hier jetzt so viele, Digga? Leute, bitte macht was. Okay, der ist low. Digga. Ja, das gute Aue ist weg. Geil, beide tot. Ich nehme das nochmal. Okay, den habe ich jetzt passiert. Okay. Ja, ich muss einen Gearpod nehmen. Aber ich bin bei 9. Oh mein Gott. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Mein Gott, ey. Bitte, ich visiere immer den Falschen an. So. Der eine ist richtig full life. Am besten der nicht das Tor schließen. Scheiße. Okay. Tor schließen, Jungs. Ich gehe schnell ran. Dann folgen die mir und dann vielleicht geht einer rein. So, jetzt schnell durchbuffen. Schließ das scheiß Tor! Das ist übel wichtig, bitte! Bitte! Schließ das Tor, bitte! Bitte, 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 bitte! 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 Man macht das Tor zu! Ja! Ich muss Ad-Fokus. Er kommt zu. Das Problem ist, er wartet erst bis ein Ad spawnt, dann macht er die Kiste zu! Ich sehe nicht. Okay, geht auf ihn. Okay. Ey, das ist so asozial! Mit der Sicht. Ich. Wirklich, es ist so assi. Das war's. Mann, mit diesen dummen Kack-Handicaps! Ich hab legit, bin ich jetzt nur gestorben wegen Fatroll! Ich meine, ich dodge sogar noch alles. Aber es dauert so lange. Alles! Ich will den jetzt einmal normal machen dürfen! Ich bin tot! Mal gucken, was jetzt passiert! Oh, ich darf nicht vergessen! So. Wenn jetzt irgendeine Scheiße in-game kommt. So. Ah, die 7. Ja, Mai!
Das ist unfair. Das ist abgesprochen mit irgendwem. Die da oben. Und wie soll man gegen den... Das habe ich bis zu dem Moment gar nicht realisiert. Wie schlimm ja Fatroll gegen den ist. Vor allem, ich habe Fatroll und stagger ihn nicht. Normalerweise machst du ja dann ein Bild, ne? Wenn du halt richtig heavy equipped bist, richtig auf Stärke, richtig heftige Waffen hast, dann staggerst du ja wenigstens die Gegner. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Jetzt habe ich nicht gebufft. Okay, jetzt kurz. Fatroll und Degen, das ist wirklich die dümmste Scheiße hier in meinem Leben. So, vielleicht gehen die jetzt nicht auf mich. Wenn hier die Typen voranrennen. Wer weiß. Na doch. So, ja, schön einkreisen. Ihr seid ja so dumm. Digga, ich kann nur dodgen, weil für mehr reicht die Zeit nicht. So. Heil doch! Mein Gott, du bist so ein Rentner! Wie kann man so spielen? Mit einer Fatroll! Oh, 8 Jahre ausweichen! Oh, jetzt bin ich dran. Nee, immer noch nicht. So. Bitte mach den Laden zu. Ich fühle mich so fett. So. Mir ist scheißegal, was sie droppen. Die droppen ihr Set? Was das? Ja. Ja, lasst einfach 2 Tore auf. Klar. Das hatten wir noch gar nicht. Hä? Was ist das für ein dummer, beschissener Kack-Bossfight? Ich kann den nicht gewinnen. Ich kann den nicht gewinnen mit 2 Ads und Fatroll. Ich kann legit jetzt schon in die Lava springen. Es ist so dumm. Wirklich. Das ist einfach nur legit unfair. Das ist nicht zu schaffen. Aber die hauen den zu dritt auf die Fresse. Ich bitte ein bisschen Ausdauer. Mach das Tor zu. Ich raste gleich aus. Zugemacht. I don't believe it. Er hat wirklich zugemacht. So, wie trinke ich jetzt? Das ist so eine Verarsche. Wirklich. Mit 2 Toren und Fatroll! Gefickt, wirklich. Also, Entschuldigung, aber... So, was soll der Bums? Jetzt kommt der nächste, wa?
Eine faule Hitze klimmt in der uralten Krone. Wirf ihn ins Feuer! Nein! Ja, jetzt schicken wir auf Hendrik. Ich will jetzt nichts mehr hören. Wirklich. Ihr schreibt jetzt keine Kommentare hier. Wenn ich... Der wird jetzt so in den Arsch gefickt. Sorry, aber es ist jetzt wirklich Ende. Ich sehe das gar nicht mehr ein. Hier? Wo war der denn? Ja, ne? Top. Ich habe immer noch Fatroll. Juhu! Endboss mit Fatroll. Habe ich noch nicht genug von. Scheiße. Nee, komm, halt die Fresse. Die Scheiße mache ich auch nie wieder. So. Wie war das hier? Der Typ haut gegen die Glocke, ne? Ist mir aber scheißegal, tatsächlich. Nee, ist mir nicht scheißegal. Doch, jetzt muss es mir scheißegal sein. Okay, ich hab nicht... Also... Ja, passiert. Egal. Die gehen wieder auf ihren Platz. Hendrik, du alte Scheiße. Keiner kann so fest und lange. So. Also, wir machen jetzt Folgendes. Nochmal für alle, die nicht wissen, was jetzt gerade Sache ist. Wir reisen mit diesem komischen Scheiß, den uns der uralte Drache gegeben hat, in die Vergangenheit zu Hendrik, als er noch lebte, an diesem Ort, nachdem er gescheitert war. Und zeigen ihm diese drei Kronen aus den drei DLCs. Dann soll irgendwas passieren, mehr weiß ich nicht. Dann gehen wir zurück und klatschen den Zombie-Wendrik Hüllen-Wendrik um. Und dann gehen wir nochmal in Endboss-Area und klatschen den Hidden-Endboss um. Seeker of Fire, Deliverer of Crowns. Der bin ich. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Du, ich hab dich schon. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. Ich hab die. Ich hab die. I too sought fire once. With fire, they say, a lie. But I knew no better. Seeker of fire, you know, it grows deepest flame. Seeker of fire, one of the father of the abyss spawn. That ja, habe ich eben gemacht, genau. The abyss once had form. Ja, ja, ja. Traces of each fragment, thirsting for power. Ja. My dear Chandra was one such fragment. A feeble, tiny thing that thirsted for power, driven by insatiable lust. Fire came to be. Ich hau dich gleich. Heat and dark was seen. Shadow is not cast. Okay, ich hab's verstanden. Fire. Es passiert jetzt nichts Tolles. Er erzählt and einfach nur Lore. Inherit such is the. Ich dachte, es passiert was Cooles. Ihr habt gelogen. So, jetzt pass mal auf. Der kriegt jetzt richtig auf den Arsch.
Also, naja, das Ding ist, er hat schon jetzt gut mal alles erklärt. Immerhin mal nach 100 Stunden Spielzeit weiß ein Spieler, was Sache ist. Aber tatsächlich alles, was er ja gerade erzählt hat, weiß ich schon durch euch. Hallo, Wendrick. Dich habe ich 80.000 Jahre lang gesucht. Mann, bist du stark. Scheiße, Digga. Der ist ja nicht von... Hey, ich muss einfach nur in seinem Arsch bleiben. Hat der auch eine andere Attacke? Okay, er hält sehr viel Leben aus. Ich habe 4 Riesenseelen. Ich glaube, man darf sich echt nicht treffen lassen sonst. Vielleicht hat er 2 Phasen. Schön am Arsch bleiben. Oh, shit. Arsch. Yes. Okay, also das ist der perfekte Abschluss für Dark Souls 2. Weil das hier sind einfach 80% der Bosse. Ey, wenn man das mal vergleicht mit dem eben. I mean. Hä? Ich hab nur einmal Rollen gedrückt. Was ist dein Problem? Gegen Ende noch mal knapp, aber... Achievement. Ich hab ein Achievement. Wendrick. Gut. Vielleicht jetzt zu ihm hin? Ich hab keine Seele bekommen. Ich hab nicht Wendricks Seele bekommen. Ich meine, er ist ja eine Hülle, ne? Jo, Dude, ich hab dich in der Zukunft gekillt. Dark was seen as a curse. Shadow is not cast, and the brighter the flame, inherit fire. Such is the calling. Foolish. So. Jetzt machen wir Folgendes. Nein. Wir machen den. Dann reisen wir zum Schloss. Und zwar... hier hin? Wait a minute. Nein, hier hin. Das ist schon auf... Oh, das habe ich schon als Ketenleuch vorher gemacht. Das heißt, ich kann das... Also, passt mal auf. Erinnert ihr euch an den offiziellen Endboss-Fight? Das waren diese komischen beiden Luschen. Und dann kam die Frau vom König, die Königin, und hat mir den Arsch aufgerissen wollen. Und sagte, haha, Plottwist, ich bin böse. Und da kann man jetzt... Mach auf. Und da kann man jetzt wohl nochmal hin. Ich könnte 3, 4 Level machen. Scheiß drauf. Da könnte man jetzt nochmal hin. Und dann passiert genau das gleiche, nur auf NG plus 1. Was übel hart wird, glaube ich. Scheiße. Ich level mal. Und dann kommt im Anschluss Aldi, der Bruder von Wendrick. Aber auch nur, wenn man vorher Wendrick gekillt hat. Ich hoffe, ich mache das jetzt genau richtig. Wenn nicht, ist es so. Das ist jetzt nur Fanservice. Nein, ich find's auch cool. Leveln wollte ich. Bearer of the shit. Seek, seek, shit. Sorry, es war kindisch. Bisschen Damage. Und kindisch ist doof. Weil Kinder sind doof. Ja. Also seid lieber nicht kindisch, das ist peinlich. So, jetzt hauen wir nochmal richtig einen raus. Wir hauen jetzt richtig einen raus. Pass mal auf. Zack. Zack. Achso, Scheiße. Hätte ich beide machen können. So. Jetzt kommen die dicken Pakete. Z.
6000. Dafür stehe ich nicht mal auf. Schmelzer-Dämon. So, die dicken rühre ich, glaube ich, nicht an. Oder? Habe ich ein bisschen. Habe ich ein bisschen Respekt vor. Mann, jetzt ist doch gut. Finsterschleicherseele. Das waren, glaube ich, die schlimmsten. War das nicht der doppelte Mage? Darkness Angel? Spiegelritterseele. Angeblich einer der schwersten Bosse. Ich fand ihn ätzend einfach. Hier, Thronverteidiger. Das sind die beiden. So, machen wir weg. 16.000. So, Nashandra, du alte Schlange. Schlafender Drache ist hin, weg. Seele des Rauchritters, weg. Seele von Sir Lon, Essig. Ich esse seinen Arsch. Aber Müll. War wirklich enttäuschender Müll. Leute, wenn ich hier Shit-Talk oder Smack-Talk gegen das Game, bitte nehmt es nicht persönlich. Ich mache nur Spaß. Fühlt euch nicht angegriffen. Selbst wenn ich irgendwas mal doof finden wollte, sollte, was ihr geil findet. Weg. 80% von meinem Gelaber in diesem Let's Play ist Trash. Das ist Trash-Talk. Müllreden. So, verstärken. Ich lasse hier nämlich gar nichts anbrennen, okay? Wenn ich schon mit der... Was? Ich habe kein glitzerndes Titanit. Ah ja, weil ich das Florette Mar hier hochgelevelt habe. True. So. Ich hoffe, die haben die Tür aufgelassen, sonst bin ich sauer. Genau, also mit Asketenleuchtfeuer resetten wir eine Location, bringen sie ins New Game Plus One. Und dadurch kann ich da jetzt auch die Bosse nochmal machen. Und dadurch, dass ich jetzt andere Dinge vorher getan habe, nämlich Wendrick abgeschlachtet hat, wie eine eklige, schäbige Ratte, passieren da jetzt andere Sachen. Warum habe ich jetzt nicht gelevelt? Also sorry, aber ich habe jetzt nicht diese ganze Zeit gewastet und Seelen gepoppt, nur um dann damit nichts zu machen. Zack, 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 zack. So. Ja, wie gehen wir es an? Also, die beiden waren einmal... Es war ein richtiger Rentner, der war richtig langsam. Und sie stand hin und hat gezaubert. Ja. Okay. Ich meine jetzt nur Ausdauer. Weil Fatroll ist fettig. Ein bisschen schade, ein bisschen schade. So. Welches Level sind wir jetzt? Sieg, Sieg. 195. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. So. Hillebarde. Na gut, okay. Jetzt mache ich den hier zum dritten Mal. Der tut einem auch leid, ne? So viel mehr Schaden muss jetzt. So, mal auf. Okay. Also letztendlich müsste jetzt, glaube ich, genau das Gleiche passieren. Bis auf... Also, dass nach Nashandra halt Aldi kommt. Glaube ich. Das wird jetzt, glaube ich, nochmal richtig schwer tatsächlich. Einfach, weil es New Game Plus One ist. Die machen viel mehr Schaden. Die halten viel mehr aus. Ja. Also, das, was ich hier mache... Ich sollte es eigentlich nicht mehr, eigentlich sollte ich einfach sagen, jo, ist jetzt zu Ende. Aber ist schon richtig. Das ist jetzt nur, weil ich es kann. Und weil ich auf Schmerzen anscheinend stehe. Anders kann ich mir das selber nicht erklären. Und dann kommt, glaube ich, aber auch nochmal eine andere Cutscene. Also, ja. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch nochmal Leute beschwören, um euch richtig schön zum Schluss zu triggern. Das könnte ich nochmal richtig machen. Aber lassen wir es. Ja, eigentlich wäre es ein schöner Abschluss. Aber
Wäre auch kacke, wenn nach dem Let's Play, nur weil ich in der letzten Folge hier Dudes beschwöre, alle behaupten würden, Henno hat Dark Souls 2 nicht richtig gespielt. Bis in alle Ewigkeit. Das würde mich triggern. So, wer will auf die Schnauzen? Oh mein Gott, ich mach ja Abgrund. Heftige Schaden. Okay. I mean, Federal is over. Irgendwie war ich noch gar nicht bereit. Irgendwie bin ich da jetzt einfach reingegangen und hab nur getrashtalkt. 13. War das gerade? 13. Schröpfglatt aufs Arschloch. Oh, ich habe ja einen schönen Karton mit meinem Equipment. Kleiner Unboxing-Haul, Scheiß. Gute Brand hier. Oh, schön Schlauch, muss nämlich richtig schön ziehen. Oh, herrlich. Hä? Mann, geh da rein, du. So. Ja, dann habe ich noch mal 2 Wochen länger was von Dark Souls. Das ist doch geil. Wolech! Ich ziehe an. Nichts hält mich glatt. Alles bäulig, yeah. Mein Bauch. Das ist so eklig. Das ist also das erste Mal was richtig schlimm, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber es ist einfach nur noch disgusting. So, aber jetzt bin ich quasi, ich habe jetzt gerade mit Medizinbällen zu Ende trainiert. Und jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt bin ich nämlich flink wie ein Turnschuh. So, jetzt komm her. Ich hab übel die Idee. Alter, ich hab so eine krasse Idee. Ich habe so eine krasse Idee. Das mache ich nur kurz vorher. Damit ihr komplett mindblown seid. Und ihr euch denkt, Alter. Henno ist so krass. Das wird so heftig jetzt. Damit wird niemand rechnen. Wie scheiße regeneriert dieses Kraut jetzt mal ehrlich. Da passiert ja gar nichts. Ist legit wie der Schild. Genauso kacke. Naja. So. Ich bin immer noch am Überlegen, ob Ausdauerkraut, hier grüne Blüte, heiliger Schwur überschreibt. Weil es ja ein Bodybuff ist. Bin mir da nicht sicher. Ich glaube schon. Weil es sind beides Body Buffs. You know? Okay. Also, die halten nichts aus, aber ich sollte sie trotzdem respektieren in ihrer Sache. So, jetzt pass mal auf. Trick 17. Das sollte... Also, das jetzt schon... Ach so. Okay, wir können es einfach mal machen. Aber ich glaube, es ist nicht so effektiv, wie ich dachte, weil die nicht gelevelt sind. Aber imagine, die wären gelevelt, ja? Wir gucken mal. Ah, jetzt ist der Buff ja... Ach ja. Nee, ist nicht Wolf. Ist nicht Wolf. Ach ja, hier geht's ja runter. Oh. Hat mich getroffen.
letztes Mal ihn gefokust. Weil er halt immer in Range ist. Weil sie war lang nicht so aggressiv. Sie ist diesmal viel aggressiver. Warum? Warum ist sie so aggressiv? Wieder. Müsste nach Chandra kommen. Graven dead. Ja, ne? You have proven yourself to me. Was konnte die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, sie ist jetzt stolz auf mich? Nee. Ist es anders? Ist es eine andere Cutscene? Ich glaube, ich habe eben den Death Counter übrigens vergessen. Das ist, glaube ich, anders. Letztes Mal hat sie die ganze Zeit erzählt, ich habe dich verarscht. Ich bin verflucht. Da darf ich nicht zu nah ran, right? Wie waren das nochmal, Leute? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich muss einfach durchziehen. Ich ziehe einfach durch. Beim letzten Mal habe ich einfach durchgezogen. Scheiße, ich hätte einfach durchziehen können. Die wäre so easy jetzt gewesen. Also gerade will ich einfach nur ihr die Fresse polieren. Vor allem jetzt muss ich alles noch... Nee, ich muss nicht alles nochmal machen. Ich muss jetzt nur sie töten. Okay, gerade nur einen Typen. 15. Ist ja auch irgendwo lustig, aber ist auch mega assi. Winterhandschuhe, 15 Minuten. Das Ding ist, wäre das nicht NG plus 1, wäre echt krass easy, muss ich sagen. Habe ich ja schon mal gezeigt, ist ja klar. So. Lohnt bei ihr Finsternisabwehr. Das Ding ist, diese komischen Blubberbrunnen da. Diese scheiß Blubberbrunnen. Mann, ist das so nervig, wirklich. Diese Handicaps. Ich kann doch nicht mal... Also wie soll ich denn so... Das ist wirklich gegen... Es ist straight up unfair. It's not even close fair. Aber I mean, ich habe halt schon so oft geproved, dass ich auch Bosse mit solchen Handicaps machen kann.
Man muss halt nur wollen. Mann, ich habe halt immer nur Angst vor Schlimmeren. Es kann immer schlimmer werden hier. Es kann stacken ohne Ende. So. Finsternis Abwehr, ja oder nein? I say no. I say damage. And I say I have to dodge her scheiß Sense. Ja, ja, komm. Nein! Wäre ich da weggerannt, um mich zu heilen, wäre ich gestorben, weil ich so low war, dass diese scheiß Brunnen mich aussaugen. Wäre ich... Ach, das ist doch alles... Es ist so nervig. Ich kann sie nicht bursten, weil es NG plus 1 ist und sie viel mehr aushält. Ich mach Leuchtkäfer! Und Finsternis Abwehrring. Nee, es ist Damage Race. Nein. Wenn sie die Explosion macht, renne ich zurück. Die kenne ich jetzt. Was ist das? 18. Dann nehmen wir den weg. Wir nehmen den... Rotaugenring. Wir nehmen den weg, weil... Dann spielen wir jetzt einfach mit einem Buff... Machen Leuchtkäfer-Scheiße. Bitte treffen. So. Mit Handschuhen. Ich muss diesen Bus, Boss, muss ich mit Handschuhen machen. Es ist so dumm. Es ist wirklich so dumm. Niemand. Niemand macht das auf der ganzen Welt. Niemand auf der Scheißwelt denkt sich, ja geil, Dark Souls mit Fäustling. Valar-Krise, ich bin dabei. Ich muss die ganze Zeit auch über mich selber lachen, weil ich bin, es ist auch einfach... Es ist ein guter Mix. Es ist emotional, es ist ein Gejammer, ist aber auch übel tryhard, dann wieder Konzentration, Gejammer. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte mir das jemand auferlegt. Ich hab's ja selber, ne? Und auch immer, wenn ich hier Sachen flame, ist natürlich nur hier Ventil. Und auch viel eintauchen in die Qual. So. Welchen nehmen wir denn? Welcher ist denn besser? Der hier, ne? Geht ja nur so. Zack. Ich damage race die jetzt so an die Scheißwand. Wenn die ihre Scheiß... Wieso bin ich nicht full life? Wenn die ihre Scheiß explosiv... Ohne Witz, kann ich die wegmachen? Ich muss einfach reingehen. Hä? Was? Das ist straight up busted, die Fähigkeit. Hä? Ich werde von ihr niedergeschlagen. Von der scheiß Fähigkeit. Und während die noch läuft, die Fähigkeit, stehe ich auf, kann legit nichts machen und werde nochmal gehittet.
Ich habe mir keinen Timer gestellt. Ach du Scheiße. Also, es ist die 1. Ja. Oh. Nein, hör doch auf! Mann! Jetzt noch mit Maus und Tastatur? Das wäre doch witzig, Henno. Ist aber... Kann ich an dem nicht einfach vorbeilaufen? Ich kann da nicht mit 10 Healing rein. Steh auf. Ja, jetzt nimm doch. Ich scheiß auf Loot. So. Ich glaube, Leuchtkäfer gilt nicht als Körperwaffe. Pass mal auf. Ich glaube nicht. Wir machen mal folgendes. Wir buffen erst Finsternisabwehr. Und dann den Leuchtkäfer. Das heißt, würden beide nicht gleichzeitig gehen, überschreibt dann einfach der Leuchtkäfer den Finsternis, die Finsternisresistenz, davon rede ich, Finsternisresistenzbuffen. So, das mache ich zuerst, dann der Leuchtkäfer, falls es nicht geht, überschreibt er einfach Finsternisresistenzbuff und dann ist gut, okay. So, aber falls es geht, wäre schon gut. Ich gehe jetzt voll Finsternisresistenz, Digga, rein. Ich glaube, ich sollte immer hinter ihr stehen, weil gefühlt ihre Sensenattacken immer vor ihr eingeschallert sind. Und sie haut erst rechts von sich und dann links von sich. Aber kann auch unterschiedlich sein. Henno, nicht die gesehenen Attacken als gesetzt sehen? Das ist trügerisch. Papa. So, letzter Versuch. Warte, ich kann ja in die Reihen gehen. Gehen die dann doch nicht weg? Die gehen doch nicht weg. Das ist der Strahl des Haars. Ich stehe auf und bin tot. Ja, jetzt der eine Brunnen weg. Nee, doch nicht. Das ist die Explosion. Ich bin tot. Nee. Und die dritte. Oh ne, okay, schade. Das war die dritte. Ich komme nicht zum Angreifen. Die Brunnen saugen mich aus. Es ist total dumm. Es geht nicht mit Handschuhen. Es tut mir leid. Das war mit Leuchtkäfer. Ich krieg das mit Handschuhen nicht hin. Ich kann die nicht dodgen. Ich habe vergessen, wie viele Tode es waren. Ich habe den Timer vergessen zu stellen. Scheiße. Ich bin gerade echt, glaube ich. Scheiße, Mann. Ich bin gerade wirklich tilted. Ich glaube, das erste Mal in der Reihe. Nee, der bleibt dran. Ich weiß nicht, was ich gegen diese Brunnen mache. Wenn die nicht da wären, hätte ich die Hälfte des Stress. Was mache ich gegen die Brunnen? Ich dachte, wenn ich reingehe, verschwinden die.
Als ich die gehittet habe, ist nichts passiert. Beim ersten Mal habe ich sie einfach nur gebürstet. Die hat ja nichts ausgehalten. Ich habe die einfach gebürstet und sie hat lange nicht so viel Schaden gemacht. Den Sensendingern kann ich super dodgen. Es gibt quasi kein Heilfenster bei ihr. Ja, schon. Aber eigentlich nicht, weil selbst wenn sie zwei Hiebe macht, muss man trotzdem mit einem dritten rechnen. Das heißt, man wartet. Und wenn sie dann doch nur zwei gemacht hat, kann man sich trotzdem nicht heilen, weil dann schon wieder die nächste Attacke droht. Unfassbar. Und man ist genötigt, sich zu heilen. Man muss sich heilen, weil... Es gibt doch einen Ring, der sagt, man, das Leben kann nicht reduziert werden. Es gab irgendeinen Ring, der gesagt hat, das maximale Leben kann nicht reduziert werden oder so. Nee. Ich muss jetzt kurz suchen. Tut mir leid. Stellt langsam. Nein, begrenzt TP-Abzug als Hülle. Jetzt mache ich gar keinen Damage mehr. Aber jetzt... Es bringt nichts. Weil die drainen mir trotzdem das Leben weg. Auch wenn sie mein maximales Leben nicht mehr reduzieren. Okay. Aber der Drain ist trotzdem da. Aber schon nicht schlecht, weil dann kann ich einfach immer zweimal heilen. Wie mache ich die Brunnen weg? Die wandern, folgen mir. Wenn ich sie schlage, gehen sie nicht weg. Wenn ich durchgehe, gehen sie nicht weg. Die sind so aufgeteilt, dass es keinen Safe Space gibt. Vor allem, weil sie einem ja auch folgen. Aber es muss etwas geben gegen die Brunnen. Das ist eine Mechanik, die es zu lösen gilt. Als, ne? Das Ding ist, ey, mein Equipment ist schon so zerberstet, allein weil ich nur noch halben Schaden mache quasi. Keine Ausdauer regeneriere, keinen zweiten Buff habe. Und das ist NG plus 1. Boah, das ist fast... Also, es ist wirklich übel. Habe ich hier irgendetwas? Ich meine, ich könnte einfach so einen Lebensstein die ganze Zeit nehmen, um zu negieren, dass ich Leben verliere, aber... Aber... Na? Das kostet auch Zeit, die zu nehmen. Und in genau der gleichen Zeit könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Kann ich mich auch einfach voll heilen. Also nicht genau, aber quasi. Es gibt kein Mittel. Okay, Leute. Also, ich würde behaupten, es waren 15 Minuten. Ne? Ich bin gerade so sauer, dass ich keinen Timer gestellt habe. Ich kann es leider gar nicht rekonstruieren anhand meiner Aufnahme. Aber wir sind jetzt schon, ich bin hier jetzt schon safe eine Viertelstunde. Okay. Regeln sind da. Nee, das Sprichwort geht anders. Ne, das wäre jetzt falsch. Okay, ich gehe da jetzt rein. Ja, was mache ich dann? Also, normalerweise habe ich einen Gameplan, aber hier ist es halt wirklich so, dass ich sage... I mean, look at this. Sie war auf ein Drittel Leben und mein Leben ist zur Hälfte reduziert. Das heißt, wenn sie mich einmal nur trifft mit der Sense... Also, ich kann mir nur einen Hit leisten. Ich habe quasi die... Also, die Fehlertoleranz
gegen sie ist gleich null. Ne? Also von wegen falsch oder schlecht zu dodgen. Und dann hocke ich hier mit Fäustling. Und das ist ein Fight, wo man dodgen muss. Sonst stirbt man straight up. I mean, that's how it's it, Alter. It. Scheiße. Ich habe übel wenig Damage im Vergleich zu Full Equip. Ich habe keinen Leuchtkäfer mehr. Ich werde mir jetzt Ausdauer buffen. Vielleicht doch nochmal Damage Race wagen? I mean, wenn ich einfach die ganze Zeit draufkloppe und jedes Mal, wirklich jedes Mal, ihre Sensen-Hits dodge, sollte ich kein Problem haben. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich mich heilen muss, weil diese scheiß Brunnen oder diese Strudel oder diese Quellen von Finsternis, whatever, weil die einfach da sind. Und ich habe keinen Plan, wie ich die wegmache. Das ist mein Problem. Ich habe keinen Plan. Was für Interaktionsmöglichkeiten gibt es noch? Ich meine, ich könnte sie dahin pullen, dass sie da drauf haut. Aber das wäre quasi... Also, sorry, das wäre... Was gibt's noch? Ich könnte wirklich nochmal versuchen, die anzugreifen. Vielleicht habe ich die eben nicht getroffen. Aber... Das wär's. Also, sorry, aber... Ah, wait. Na komm, mein Gott. Doch, ich habe dreimal heilen gedrückt. Umkreisen. Dich. Die Brunnen sind weg. Ich habe keine Ahnung, wieso. Fea! Ich fege den Hof! Du dumme Scheiße! So, bevor jetzt der Typ kommt. One drowned in poison, another was shunned to flame. Aldi! Du bist der Letzte auf meiner Liste! Ah, wahrscheinlich gibt es jetzt Damage, wenn er auftaucht. Feuerresistenz brauche ich. Ich kann mich vor. Was soll ich machen? Ich kann ihn nicht anrühren. Er ist überall Feuer. Hier? Und er ist verwundbar. In der Mitte sein Auge. Nein. Ist instant einfach wieder.
Okay, ich muss hier vorne bleiben. Explosion? Ja. Nee, andere Phase? Andere Phase, oder? Ich heile mich wieder mit Dings-Kloß-Amulett. Digga, ich bin gerade so am Tryout. Ich halte meine Fresse, ja? In seinem Maul. Okay. All die Schüler der Scheiß-Ursünde, du bist das Böse auf dieser Welt. Ich werde dich ausradieren wie ein Haufen Scheiße, weil du einer... Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier und hier und hier! Aua. Ja, das ist auch eh schon lange ab. Ich stell ja keine Time. And remain here patiently. A throne will certainly receive you. But the question remains. Du hältst die Fresse, du bist tot. Wer tot ist, darf nicht reden. Light dark. Or something else entirely. So. Ist das jetzt die gleiche Cutscene? Genau, die machen eine Brücke. Ich gehe hin, setz mich. Cool. Es tut übel weh. Ich lächle auch gar nicht mehr wegen dem Ding. Bitte. Mir geht's gut. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. Nee, bitte nicht. It is your choice to embrace or renounce this. Gibt es jetzt irgendein anderes Steam-Achievement noch? Ich frage, weil ich wirklich ein großer Steam-Achievement-Hunter bin. Ist legit. Great Sovereign, take your throne. Ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. What lies ahead? Only you can see. Ist mir scheißegal. So. ...135... Tode in ...99 Stunden. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt das Spiel beende, kommen die 2 Stunden Aufnahme drauf. Das heißt, wir haben gerade die 100 Stunden geknackt. Die anderen Stats habt ihr gezählt.
ich muss sagen, diese Folge hatte alles. Diese, also das war nochmal eine übelste Banger-Folge zum Schluss. Ich hatte ultra viel Spaß. Ich war ultra sauer. Ich war gehypt. Ich war happy. Ich war tilted. Ich habe gelacht. Ich habe geheult. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dieses Let's Play ging sehr lange. Es wird 2 Videos geben, die jetzt noch kommen in Bezug auf Dark Souls 2. Einmal meine Meinung zu Dark Souls 2. Viele fragen mich andauernd, wie ich es denn jetzt finde. Jetzt kann ich es mit Gewissheit sagen. Und das zweite Video ist meine Reaction auf den Speedrun. Bitte, bitte, bitte nimmt an der Umfrage teil, die hier unter dem Video als Top-Kommentar angepinnt ist. In dieser Umfrage geht es darum, für mich herauszufinden, wie es euch gefallen hat, um dann bei Dark Souls 3 die Dinge anzupassen. Diese Umfrage hier steht also vor dem Hintergrund, dass ich Dark Souls 3 Let's Playen möchte. Nehmt da bitte dran teil. Dark Souls 3 werde ich jetzt nicht direkt im Anschluss Let's Playen. Es wird jetzt mindestens ein Zwischenprojekt geben. Wenn nicht sogar mehr. Ich brauche nämlich Erholung von dieser Scheiße. Ich verabschiede mich. Tschüssi.